Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Expeditionsguide für Outriders als Technomancer und Solo. Ich hoffe, dass euch der folgende Guide weiterhilft und ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg gibt. Wenn ihr das tut, freue ich mich über euer Feedback. Lasst es mich wissen in den Kommentaren, lasst mir ein Like da oder vielleicht sogar ein Abo. Und vielleicht sehen wir uns später sogar auf Twitch. In diesem Sinne würde ich sagen, legen wir los. Die Expedition Palast der Dürre ist meiner Meinung nach eine mittlere bis schwere Expedition und verlangt schon ein bisschen Erfahrung und vielleicht auch schon das ein oder andere Gear, ist aber auf jeden Fall für jeden von euch machbar, ich glaube an euch. Beim ersten Abschnitt, wenn ihr die Türen hinter euch gelassen habt, seht ihr schon vor euch eine Art Festung, Brücke. Mein Tipp hier, weil es ziemlich kompliziert werden kann, konzentriert euch hier zuerst auf die kleinen Gegner direkt vor euch. Ihr merkt dann schon, dass ein paar Scharfschützen von diesen Bögen aus versuchen, euch niederzuschießen. Ich habe hier in diesem Video kurz versucht, um es zu demonstrieren, diese Scharfschützen zu erledigen und ihr seht, dass das fast unmöglich ist. Mein Tipp daher, lauft genau zur rechten Seite, sobald die kleinen Gegner vor euch weg sind und stellt euch da in den Bereich des Torbogens. Stellt da euer Geschütz hin, werft auch, wenn es eng wird, eine Kältebombe und erledigt von da aus die Gegner, die direkt vor euch liegen. Ihr seht nämlich, dass durch diesen Torbogen hier die ganzen Gegnerwellen auf euch zukommen. In meinem Fall habe ich mich da vielleicht sogar schon ein bisschen zu ungeschickt angestellt, ihr könnt das sicher besser. Sobald ihr euch da dann positioniert habt, könnt ihr wie gewohnt in aller Ruhe die Gegner ausschalten. Achtet einfach darauf, dass ihr hier nie im Schussfeld der Scharfschützen sind. Achtet auch auf die Minimap, denn ab und zu können hier auch noch Gegner hinter euch erscheinen. Sobald die Gegner vor euch ausgeschaltet sind, lauft ihr die Treppen hoch und ihr habt eigentlich schon den zweitschwersten Teil der Expedition gemeistert. Sobald ihr rauflauft, kommen Gegner wieder auf euch zugerannt, die jedoch keine allzu große Gefahr darstellen. Schaltet sie mit den altbewährten Taktiken aus, sprich ein wenig weglaufen, einfrieren und aus der Distanz erledigen. Sobald ihr dann am Ende der Treppe oben ankommt, seht ihr vor euch dann eine Brücke. Ihr erledigt hier die restlichen Gegner direkt vor euch und schaut auch hier zwischen den hinter den Deckungen, dass sich niemand mehr versteckt. Benutzt am besten eure Minimap. Und dann habt ihr als Technomancer eigentlich ein gefundenes Fressen. Denn alle Gegner sind jetzt in einer geraden Linie vor euch und ihr könnt mit euren Headshots diese gemütlich ausschalten. Ihr könnt hier entweder ein bisschen warten, bis die Gegner auf euch zulaufen, oder wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr die Zeit später noch braucht, lauft ihr hier aktiv nach vorne und könnt dann auch gerne so Sachen wie Kälteeinbruch aktiv verwenden, um die Gegner festzunageln. Ihr seht dann schon das blaue Symbol, was euch zur Türe führt, die den zweiten Abschnitt einleitet. Der zweite Abschnitt spielt sich sogar ein wenig ähnlich. Auch hier stürmt ihr zuerst vor, ich bevorzuge hier die linke Seite und schalte die paar Gegner vor euch aus. Jetzt sind auch wieder Scharfschützen direkt vor euch in diesen Bögen positioniert und ihr habt die Wahl, diese entweder hier aus der Entfernung aus auszuschalten, das funktioniert auf jeden Fall, oder sobald ihr die Gegner, wie vorhin, vor euch besiegt habt, könnt ihr wieder schnurstracks in die Bögen hineinstürzen und die Scharfschützen von dort ausschalten. Die Entscheidung liegt bei euch und hängt am meisten wohl davon ab, wo ihr gerne Zeit sparen möchtet und wo ihr euch gerne länger Zeit lässt. Für den Guide habe ich euch gezeigt, wie man vorhin den linken Sniper aus der Entfernung ausschaltet und nun eben auch die restlichen Sniper mit hineinstürmen ausschalten kann. Ihr seht also, dass beide Varianten funktionieren. Sobald ihr dann in diesen Bögen drinnen seid, könnt ihr auch wieder hier, wie vorhin, entscheiden. Schalte ich die Gegner nun aus der Distanz aus, nutze die Deckung oder stürme ich, weil ich Zeit sparen will oder gewisse Highscores verfolge, direkt in die nächste Bögenrunde, nenne ich es jetzt mal, rein und schalte von dort die Gegner aus. Für meinen Fall kann ich nur den Tipp geben, versucht immer ein paar Gegner aus der Entfernung mitzunehmen. Vor allem hier seht ihr, dass ein Captain gerade gekommen ist
Und wenn euch die Gegner dann zu sehr in die Enge treiben, kann es knapp werden. Die Regel lautet also, wenn ihr euch stark und sicher fühlt, stürmt vor. Wenn ihr lieber auf Nummer sicher gehen wollt, bleibt auf Distanz und schaltet sie in Ruhe aus. Ich würde aber jedenfalls, sobald nur noch 2-3 Gegner übrig sind, wo es sich meistens um Scharfschützen handelt, vorstürmen. Ihr verliert nämlich einfach viele wertvolle Sekunden, wenn ihr hier ständig darauf wartet, dass die Scharfschützen ihren Kopf aus der Deckung heben. Ihr könnt euch dann weiter Richtung Ziel bewegen und ihr kommt zu einem unserer heiß geliebten Obelisken. Und ich beruhige euch gleich, dieser Obelisk ist meiner Meinung nach der einfachste im ganzen Spiel. Wieso? Ihr habt da genau vor euch eine Haupttreppe, wo auch ihr selbst hergekommen sind, und dort spawnen die meisten Gegner. Die restlichen Gegner spawnen aber nicht hinter euch oder seitlich von euch, sondern schräg rechts von der Treppe. Das heißt, alle Gegner konzentrieren sich auf einen gewissen Bereich und ihr solltet als Technomancer gar keine Probleme haben, die entweder aus der Entfernung auszuschalten oder mit euren Eisgeschützen und Eisbomben unter Kontrolle zu halten. Hier kann ich nur den Tipp geben, setzt auf die Stärken des Technomancers, Gegner aus der Entfernung auszuschalten und einzufrieren. Für alle Zuschauer, die jetzt nicht vorgespult haben, ein riesen Dankeschön zwischendrin für jeden, der zusieht. Ich habe euch wirklich alle lieb. Sobald der Obelisk erledigt ist, öffnet sich hinter euch das Tor und ihr könnt in den vorletzten und meiner Meinung nach auch schwierigsten Abschnitt der Expedition vorrücken. Sobald ihr den entsprechenden Bereich erreicht, wird sich vor euch ein Tor öffnen und Spoiler, es werden 5 Elite-Gegner spawnen, gleichzeitig. Zudem werden zu eurer linken und rechten kleinere Gegner erscheinen. Bei den ersten Versuchen war ich hier echt überwältigt, bis ich folgende Taktik gefunden habe, die wirklich immer funktioniert. Ich habe mich dazu entschieden, nach der Zwischensequenz gleich die linke Treppe raufzulaufen. Hier habe ich noch ein Geschütz geworfen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, und dann gehe ich die linke Treppe hoch und kümmere mich zuerst um die kleinen Gegner. Was passiert jetzt? Von der Treppe aus kann ich die kleinen Gegner von der anderen Seite zunächst locker erledigen. Und die kommen mir auch gar nicht zu nahe. Gleichzeitig kommen nun aber in diesem Bereich, also bei der linken Treppe, alle Elite-Gegner. Sie kommen aber nicht gleichzeitig, sondern sie kommen in nach der Reihe, also Stück für Stück. Ihr könnt also hier eure Stärken als Technomancer ausspielen und jeden Elite einzeln erledigen. Achtet dabei einfach stets darauf, dass ihr, wenn ihr meinen Bild verwendet, nur ein Ersatzmagazin habt. Das heißt, ihr könnt einmal nachladen, ohne eure Bestkugeln zu verlieren. Ihr müsst also darauf achten, eure Munition immer wieder durch Kills an kleineren Gegnern aufzuladen. Ihr seht, dass immer wieder, wenn ihr ein paar Elite erledigt habt, kleinere Gegner nachspawnen. Die habt ihr aber gut unter Kontrolle. Und zusammen mit diesem Eisgeschütz, was hier wirklich fantastische Arbeit leistet, solltet ihr kein Problem haben, diese Elite-Gegner auszuschalten. Es ist aber immer noch ein schwieriger Abschnitt. Und zwar wieso? Die Elite-Gegner tauchen zwar nach der Reihe auf, aber in kurzen Abständen. Es ist also so etwas wie ein Damage-Check.
Es kommt ja also wirklich darauf an, wie schnell ihr diese Elite-Gegner nach der Reihe töten könnt. Wenn hier der Damage nicht passt, dann kann es sein, dass diese Elite-Gegner euch einfach überrumpeln. In diesem Fall kann ich die Empfehlung geben, die Gegner zu kiten, zum Beispiel die Seiten zu wechseln. Danach könnt ihr in den letzten Abschnitt vordringen und keine Sorge, dieser ist wieder um einiges einfacher. Achtung, hier unten, wo ich jetzt gleich runter droppe, stehen 4 rote Ölfässer, vermute ich mal, die gerne explodieren. Ich kann hier nur einen Tipp geben. Ich habe es jetzt hier nicht gemacht, aber im Nachhinein werde ich das jetzt immer tun. Schießt zuerst auf diese Ölfässer, bevor die Begegnung beginnt, und diese explodieren dann nach der Reihe. Dann werdet ihr nicht überrascht. Ihr seht, dass hier kleinere Gegner spawnen und einer unserer heißgeliebten Behemoths. Auf diesen müsst ihr dann den Fokus setzen, damit dieser euch nicht mehr unterbricht. Sobald der Behemoth Geschichte ist, habt ihr den Abschnitt meiner Meinung nach quasi geschafft. Es kommen jetzt noch kleinere Gegner, die ihr mit dem Eisgeschütz oder auch der Eisbombe, also den Kälteeinbruch, gut unter Kontrolle halten könnt. Ihr habt jetzt auch gesehen, warum ich diese Ölfässer unbedingt vorher zerstören würde, denn da hat mich eines jetzt wirklich hässlich überrascht. Sobald ihr dann die Gegner erledigt habt, kommt noch eine weitere Welle, wo auch eine Brutmutter dabei ist. Verwendet hier den altmodischen, altbewährten Trick von Dr. Coach. Geht zuerst auf die kleinen Gegner, dann auf die große Brutmutter. Im Fall vom Videoguide habe ich es jetzt genau umgekehrt gemacht. Wieso? Die Gegner waren festgefroren und ich hatte die Brutmutter gerade gut im Visier. Es schadet aber nie, zuerst die kleinen Gegner zu machen. Und mit unserer heißgeliebten Slow-Mo-Animation wissen wir dann, dass wir die Expedition geschafft haben. Ich wünsche jedem von euch großartigen Loot und geile Legendaries von dieser Expedition und ich hoffe, dass euch dieser Guide geholfen hat, hier ein Gold-Ranking zu erreichen. Vielleicht hat er euch auch nur ein paar allgemeine Tipps mitgegeben, die euch generell helfen. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Like freuen, auch über ein Feedback, gerne auch Kritik. Und wenn ihr ganz lieb seid, vielleicht sogar ein Abo oder ihr besucht mich auf Twitch. In jedem Fall wünsche ich euch noch viel Spaß mit Outriders und ein weiterhin erfolgreiches und einzigartiges Leben. Euer Dr. Coach.